Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines bisschen Geknackse mit dabei. Also wie ein kleines bisschen Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Und vorneweg eine kleine Information, ein Kollege von mir, den ich eigentlich mit in meinem LP-Kanal verwenden wollte, den Typen, hat sich entschieden, keinen Let's Play-Kanal zu machen, sondern ein Blog-Channel, aber jetzt nicht auf YouTube, sondern über Google Mail oder sowas. Ich schreibe einfach mal seinen Link in die Videobeschreibung rein. Ja, einen Augenblick. Ein Klimper Klimper und so. Er hat halt einen Channel, bloggt ein bisschen über alles mögliche an Spielen, hat jetzt zwei Blogs halt schon reingeknallt. Einmal sein Anfangsblog, um sich vorzustellen. Und einmal ein kleines Blöcklein über die Xbox One, deren Anfangsprobleme und deren jetzigen Probleme. Es werden noch viele weitere kommen, generell über alles, was so die Spielewelt interessiert. Er schreibt außerordentlich gut, meiner Meinung nach. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschnuppern würdet. Wie gesagt, sein Link in der Videobeschreibung. Ich bin auch noch ein bisschen mit ihm am Diskutieren, dass wir vielleicht da was machen können, aber jetzt noch nicht so viel verraten, weil, er ist aber noch nicht ganz so sicher. Gut, dann starten wir jetzt auch gleich mal wieder los hier mit unserer feuchtfröhlichen Einzelspielerkampagne. Die Geister von Sarajevo. Sarajevo, Bosnien. 18 Horrors Juliet. 14. April 1993. Immer noch vor 3 Tagen? Nein. Weil es ja ganz andere Zeit ist. Stimmt, wir wurden gefangen genommen. 3-2, berichten. Haben Sie den Beweis bekommen? Over. Mr. 3-2, können Sie bestätigen? Du siehst deinen Beweis bald, Amischwein. Dann sterben deine Männer in Sarajevo. Sarajevo, okay. Oh, da, siehst du das Fenster da? Das Fenster, ne? Das kenne ich, da habe ich mal drin gewohnt. Ja, das ist meine Wohnung, sehe ich sofort, kaputt und so. In Rage-Modus auseinandergerissen. Den Ninetale-Fuchs rausgelassen und so. Schöner Boden. Schöne Schuhe. Ekelhafte Fresse. Ich bin gerade sehr bei Bewusstsein. Und da bin ich auch wieder weg. Warum ist dieser Mann noch hier? Er sollte auf dem Film sein. Merina will sicher gehen, dass die Amerikaner als die Bösen dastehen. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Vladis ist tot, man wird sie beschuldigen. Und wir kriegen die Waffe. Und sie haben das Geld für uns transportiert. Was machen wir mit dem hier? Er hat unseren großen Kommandeur getötet. Er soll richtig leiden. Dieses Nicken war aber richtig cool. Jawohl, Ami-Style. Sie den anderen Amerikaner gefangen. Im Parlament. Du kommst zu spät. Sie zieht bald ab. Dein Freund ist... Anschlappet schon hier. Nice! Ich würde die Schaufel da mitnehmen. Wenn es eine Schaufel ist. Diese angeschwellte Brust. Fein. Nehmen wir mal direkt mit. Nur 4 Geschosse in dem Teil. Verdammt. Riecht nach Nahkampf.
Muss nicht sein, wenn wir hier zufällig irgendwo. Weißt du was? Meinst du Türsteher? Ey, du kommst nicht rein. Warum nicht? Arschscheiße, Gesichtscheiße, Hosescheiße, alles Scheiße. Oder so, keine Ahnung, wie das nochmal ging. So, was haben wir das denn hier? Hier, die Schafe kannst du auch mitnehmen, funktioniert doch super. Was haben wir noch alles hier? Die Leiche. Wir müssen eigentlich seinen Bauch aufschlitzen, uns da reinzwängen und dann mit ihm durch die Gegend laufen. Kommt bestimmt cool. Okay, genug geblödelt. Was war das? Koikuras, die Tiri zu David, Rier, Manuel, danke für die Boge Javise. Наша собственная экипа суть. Ты фашин? Если он нормальный. Мы свою же граду. Бла-бла-бла-бла-бла. Halt die Fresse jetzt. Ich bin schon längst an. Wieso завершили не острову школу? Der denn da? Der feiert sich ein ab oder so. Du. Ich bin zwar jetzt nicht am Reden, aber ich buckel trotzdem mit den Arm rum. Auch wenn ich gerade nichts sage. Hörst du mich? Das war jetzt irgendwie sinnlos. Aber gut, meinetwegen. Oh, was ist denn? Oh shit, das war knapp. Was? Ihr könnt ihn nur finden. Schüsse stellen. Au! Okay, geh in Deckung. Scheiße, ich konnte es gerade nicht lesen. Ich muss meine Ausrüstung finden. Und zwar schnell. Das war doof jetzt, das war richtig doof. Guck mal, wir können ein bisschen klimpern. Klimper, klimper, klimper! So, die Schweine haben mich irgendwie hier, soweit ich weiß. Da geht's noch rein. Okay, ich bin drinne. Und hier ist auch nichts. Leck mich doch am Arsch! Was haben wir noch so? Pussy! Gut, dann machen wir mal hier lang. Ah, hier sind wir im Klassenzimmer. Auch immer ganz wichtig. Für die Terroristen. Wie bin ich mir das Bombenteil richtig an? Du, Ahmed, nur zuerst. Ich werde der linke Gurt durch die linke Teil ziehen. Page auch mit. Ach mit. Okay. Au! Was haben wir denn hier Feines? Das reicht. Wir müssen von hier weg. Das reicht? Wir müssen von hier weg. Sunny-Kasten ist voll. Wie kann ich denn bitte schon Sunny-Kasten aktivieren? Weißt du was? Erstmal kümmere ich mich um den Schatten, der da oben rumgammelt. Frisst du Schwein! Boom! Ja, was hat. Uniform, Razor 3-2, komm. Verstanden, 3-2. Wo zur Hölle waren Sie? Wir haben 3 Stunden nichts von Ihnen gehört. Wurden vom Feind festgenommen. Merinov hat uns verarscht. Halten vorerst Funkstille. Hier ist es nicht sicher. Znam das am Tunesto. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Pussy-Muni. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, wo kommt der denn? Hey, was? Was war das? Alter. Fick you. Uniform, was ist Sache mit diesen Mörsern? Sieht aus, als ob Straßenkämpfe ausgebrochen sind und die Serben wahllos auf die Gebäude ballern. Fresse. Fresse. Haben wir irgendwas hier? Der ist tot, der ist auch tot, alle tot. Schweine!
Schuharsch, Gesichtarsch, alles Arsch. Hoppala. Ja, hat noch ein bisschen laut, damit sie sich noch besser hören. Die sowieso ein bisschen unlogisch. Beruhig dich mal wieder! Ich schleiche und er kriegt ein Herzkasper. Uniform, Risa 3-2, alles klar. Ich bin draußen, aber sie halten Maddox im Parlamentsgebäude fest. Sie wollen ein Geständnis über hiesige amerikanische Operationen auf Band. Was machen Sie so weit von der Landezone entfernt? Marinov hat uns zu Vladic geführt. Wir haben ihn erledigt, aber die Milizen sind wie Fliegen bei uns hergefallen. Ich glaube, dieses Schwein wollte uns von Anfang an reinlegen. Verdammt, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nichts unternehmen und auf Befehle warten sollen. Anderson, hier ist Diaz, der Kontakt für Langley in dieser Operation. Ohne offizielles NATO-Mandat ist es unerlässlich, dass die Einmischung der USA nicht zu den Medien durchsickert. Du musst deinen Partner da rausholen, bevor sein Geständnis aufgezeichnet wird. Bin dran. Bin in einer heruntergekommenen Schule, 2 Kilometer westlich vom Einsatzpunkt. Brauche Hilfe bei der Routenfindung. Okay, deine schnellste Route führt durch. Sieht aus wie eine Bücherei und ein Park. Dein Ziel ist ein Hotel mit einem Glaseingang. Das sollte dir einen guten Blick auf das Zielgebäude ermöglichen. Alles klar. Das gefällt mir gar nicht. Ich überlege mir etwas in der Zwischenzeit. Wird uns gefährlich oder nicht? Das ist die Frage. Der kann es gefährlich werden. Ich glaube, wir sollten ihn ausschalten, Leute. Das ist mir zu gefährlich mit dem Typen da oben.